Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal, heute mit Türchen 21, etwas verspätet. Anders als bei 19 und 20, wo 19 so aufwendig war, dass die Arbeit noch in das Türchen Nummer 20 reingestrahlt hat, ist der Fakt, dass das Video heute mal wieder viel zu spät kommt, alleine dem geschuldet, dass ich überhaupt erst sehr spät dazu gekommen bin, es mir überhaupt anzuschauen. Ich glaube, ich habe um 20 Uhr angefangen, also sitze ich jetzt, knapp 3 Stunden dran. Da hattest du schon viel Zeit, aber ich hätte das Video um 17 Uhr fertig haben können, wenn ich heute Vormittag die Zeit gehabt hätte, reinzuschauen. Hatte ich aber nicht, so. Wobei, was heißt auch zu spät? Ich habe bisher häufig die Videos um 17 Uhr freischalten lassen, weil es mir primär erstmal darum ging, die Lösung nicht früher als diese Uhrzeit zu publizieren, damit der Spaß am Rätseln bleibt. Auch wenn es quer über Reddit und YouTube durchaus Leute gibt, die ja schon Minuten nach Auflösen der Aufgabe ihre Lösung irgendwo posten. Dem möchte ich mich so nicht anschließen. So, ich finde einfach hier für den deutschsprachigen Raum ab 17 Uhr ist okay. Dann kann immer noch jeder für sich selbst entscheiden, ob er Hilfe in Anspruch nimmt und sich zum Beispiel Videos wie dieses anschaut oder nicht. Aber der Knackpunkt ist halt jedenfalls, Videos sollen nicht vor 17 Uhr kommen. Über danach, das ist eine ganz andere Geschichte. Insofern ist das Video heute in dem Sinn auch eigentlich gar nicht zu spät. Es ist aber deutlich nicht zu früh, darauf können wir uns einigen. Dann gibt es noch 4 weitere Türchen, weil der Kalender ja bis zum Tag 25 geht. Ich hatte mal einen älteren Kalender reingeschaut. Ich glaube, das Rätsel am 25. Tag könnte einfach sein. Das Rätsel am 25. Tag, ja. Das würde bedeuten, dass also noch drei weitere potenziell knackige Aufgaben ins Haus stehen. Vielleicht irre ich mich bei der 25, könnten also sogar potenziell 4 weitere knackige Aufgaben sein. Wer weiß. Türchen Nummer 21. Part 1 ist so peinlich einfach, dass es nicht mal wirklich gut für einen Tag 1 dieses Adventskalenders wäre. Das heißt, schon beim Lösen, man riecht, da liegt was, hier stimmt was nicht. Was soll das? Die veralbern ein. Dass man bis zur allerletzten Sekunde, als dass man seine Lösung für Part 1 eingegeben hat und sieht, das ist korrekt, daran zweifelt, ob es da irgendwie 5 Schichten komplexe Hintergedanken gibt, 5 Ebenen Inception, der Traum und Traum und Traum, die man hier nicht beachtet hat. Und stellt sich aber raus, nein, der erste Part ist richtig peinlich einfach. Und man denkt sich dann im Weiteren, na gut, okay, wenn da wirklich nichts im Part 1 steckt, dann muss Part 2 übel sein. Und na, so übel war es dann am Ende gar nicht. Aber es ist tatsächlich wirklich so, dass sie ganz fies angefüttert haben mit Part 1, um dann Part 1 in Part 2 wirklich ins Gegenteil zu verkehren. Um es ganz anders aufzuziehen. Vielleicht breche ich mal hier die Meta-Ebene ab, gucken wir uns einfach das Rätsel als solches an. Also der Dirac-Würfel. Das U-Boot steigt herab, es gibt für uns nichts weiter zu tun, wir sinken. Gewollt. Also vertreiben wir uns die Zeit mit einem Spiel, beziehungsweise der Computer fordert uns einem Spiel heraus. Das da heißt Dirac Dice, also Dirac Würfel, die Würfel von Dirac. Es gibt einen Würfel, es gibt 2 Figuren und es gibt ein Brett mit 10 Felder, die im Kreis angeordnet sind. Ja, also man geht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und von der 10 zurück zur 1. So, wie wird das Spiel jetzt gespielt? Wir sind 2 Spieler, der Computer und wir. Einer der Spieler ist dran, würfelt 3-mal
und bekommt entsprechend drei Augenzahlen, die werden addiert. Und entsprechend dieser Augenzahlen wird die Figur auf dem Brett gezogen. Und dadurch landen wir auf einem anderen Feld auf dem Brett. Hier zum Beispiel Player 1, Spieler 1. Angenommen, Spieler 1 startet bei 4, würfelt 1, 2, 3, ergibt in Summe 6. 4 plus 6 ist 10, wir bewegen uns also bis zum Feld 10 und dann bekommen wir Punkte gut geschrieben, nämlich die Feldzahl. Weil wir auf Feld 10 stehen, bekommen wir 10 Punkte. Damit haben wir 10 Punkte. Zweites Beispiel, Spieler 2 steht auf Feld 8, würfelt 4, 5, 6, also 15 und bewegt sich dann also von Feld 8 15 Felder weiter. Das heißt 23, das heißt, er ist zweimal die Runde komplett gemacht und kommt also am Ende 8 plus 15 auf Feld 3. Heißt, er bekommt 3 Punkte und so weiter. Wieder Spieler 1, bewegt sich weiter, landet auf Feld 4, kommt zu den 10 Punkten, die er schon hatte, 4 dazu, werden es 14. So, das war's. In Part 1 ist Part 1 und Part 2 unterscheiden sich durch die Würfel. Ja, peinlich einfaches Spiel bis hierhin. Und der Würfel in Part 1 macht es auch nicht komplizierter. Im Gegenteil, noch viel einfacher. Ihr seht ja hier schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das hat einen Sinn. Wir bekommen nämlich einen deterministischen 100-seitigen Würfel. Deterministischer 100-seitiger Würfel heißt, dass die Augenzahl nach jedem Wurf 1 größer ist als die Augenzahl vom Wurf davor, angefangen mit 1. Und sobald jemand eine 100 würfelt, ist der nächste Wurf wieder ein 1. Also ein Würfel, der einfach stur geradeaus hochzählt. Ja, und deswegen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das ist der deterministische Würfel. So, das Anschauungsbeispiel sagt, Spieler 1 startet von Feld 4 und Spieler 2 startet von Feld 8. Mein individualisierter Input sagt, ich starte von Feld 4 und also Spieler 1 von Feld 4 und Spieler 2 von Feld 7. Also wirklich peinlich einfach. Man muss das Anschauungsbeispiel, also zumal ja auch mein individualisierter Input ist ja fast schon das Anschauungsbeispiel, könnte fast schon einfach das Ergebnis, was die hier am Ende rausbekommen, als Antwort eingeben. Was macht jetzt in Part 2 dieses Rätsel so höllisch schwer? Quasi, also höllisch ist das falsche Wort. Es ist ja machbar. Wir haben es ja in 3 Stunden geschafft. Also. Aber was macht jetzt den Part 2 so viel, so ein dummes, einfaches Spiel? Ich tausche einfach nur die Würfel aus. Was ist das für ein Monsterwürfel, der dieses Spiel so viel aufwendiger macht in Part 2 als in Part 1, obwohl die Spielregeln sich nicht ändert? Der individualisierte Input, der bleibt ja auch derselbe. Es bleibt alles dasselbe. Nur der Würfel ändert sich. Was ist das für ein Würfel? Nun, es ist ein Quantenwürfel. Quantum Die. Es ist ein Quantenwürfel mit 3 Seiten. Hat also die Augenzahlen 1, 2 und 3. Jedes Mal, wenn man diesen Quantenwürfel wirft, entstehen 2 zusätzliche Universen. Also das Universum, in dem man sich befindet, das bleibt. Man bekommt random irgendein Ergebnis, also Augenzahl 1, Augenzahl 2 oder Augenzahl 3, aber es entstehen 2 Kopie-Universen. Völlig identisch zum Ursprungsuniversum, wo die anderen beiden möglichen Ausgänge des Würfelwurfes entstehen. Ja, also ich werfe den. Es gibt ein Ausgangsuniversum A, ich werfe den Würfel und dann gibt es 3 Universen A, B, C. Jeweils eines davon als Fortsetzung vom ursprünglichen Universum A zu jedem möglichen Augenzahl dieser Würfel hätte anzeigen können. So, in Runde 1 ging es darum, der erste Spieler,
der 1000 Punkte erreicht oder überschreitet. Im zweiten, das ist auch noch eine Sache, die sich ändert. Hier sind es nur noch 21. Also wer 21 Würfe erreicht, 21 Punkte, nicht Würfe, 21 Punkte erreicht oder übersteigt, hat gewonnen. Stellt sich heraus, dass Spieler 1 in, was ist das? 3, also jetzt 92 Millionen, 356 Milliarden, in 444 Billionen, 356 Milliarden, 92 Millionen, 776.315 Universen. Ich habe vergessen, wie dieser Satz anfängt. Also Spieler 1 gewinnt in ganz, ganz vielen Universen und Spieler 2 gewinnt dagegen nur in weniger. Kann also sagen, dass Spieler 1 das Multiversum gewonnen hat. Frage, und das war das Anschauungsbeispiel, wie viel Universen gewinnt der Spieler, der über alle Universen am meisten gewonnen hat? Das ist der Hammer. Ein Quantumspiel. Das Rätsel von heute ist genial. Das ist geil. Was kommt da eigentlich raus? Das ist auch wieder so, das hier ist Millionen, das hier ist Milliarde. Okay, also die Größenordnung bleibt also mehr oder weniger immer dieselbe. Das ist. Übrigens, das Spiel geht nur 11 Runden. Beziehungsweise unter allen Spielen in einem parallelen Universum gehen die längsten 11 Runden. Nach 11 Runden hat auch der letzte erste Spieler 21 Punkte erreicht. Oh Mann. Na gut, gucken wir einfach mal die Implementation. Part 1 ist ja wirklich popelig. So, ich habe ein paar Imports. Ich habe eine Klasse Dice. Im Grunde, die Klassen waren alles mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ich habe das alles programmiert in Part 1 und Vorbereitung für Part 2. Habe nichts davon für Part 2 verwendet. Egal, jetzt ist es Teil von Part 1. Ich habe eine Klasse Dice, also eine Klasse Würfel. Der Würfel merkt sich, was er zuletzt gewürfelt hat. Er merkt sich, wie oft er gerollt hat. Und ich kann setzen, wie viele Faces, also wie viele Gesichter der Würfel hat. Der erste Würfel aus Part 1 kennt ja die Zahlen 1 bis 100. Ein 100-seitiger Würfel. War also auch schon eine Vorbereitung, dass ich dann hier sagen kann, ja, Faces ist 3 für Part 2, aber wie gesagt, ich habe die Dice-Klasse nicht wiederverwendet. Ich habe nicht nur die Dice-Klasse nicht wiederverwendet, ich habe auch die Player-Klasse nicht wiederverwendet. Aber egal. So, ein Single Roll updatet dann, dass der Würfel einmal geworfen wurde, zählt die Augenzahl um 1 hoch, beziehungsweise setzt die Augenzahl zurück, wenn wir die Anzahl der Seiten überstiegen haben und gibt dann die geworfene Augenzahl entsprechend zurück. So, das ist ein Single Roll, ist ja hier mit Underscore eine Hidden Function. Roll, der Roll Function kann ich eine Zahl übergeben, nämlich wie oft geworfen wird und dann bekomme ich eine Liste zurück mit den drei Ergebnissen. Wie gesagt, da wusste ich von diesem Quantenquatsch ja noch nichts. So, dann kommt der Player, ach hier die Copy-Function, die habe ich auch noch für Part 2 geschrieben. Hat sich ja nur auch erledigt. So. Ja. So, also der Player kennt Name, er kennt seine Punktzahl und er kennt das Feld, auf dem er steht. Genau, dadurch ist das ja hier auch. Benutze ich das überhaupt irgendwo? Nö, auch nicht. Hat sich auch erledigt. Egal, lass mal's drin. So, also Name, Feld, Punkte. Dann Progress. Er bekommt die Summe der Augenzahlen, die gewürfelt wurden. Die werden dann auf dem Feld drauf addiert. Dann wird das Feld entsprechend zurückgesetzt und dann werden die Felder in Punkte übersetzt. Jetzt hier, damit ich mit Modulo 10 arbeiten kann, drücke ich die Felder aus in 0 bis 9 statt 1 bis 10, wie in der Aufgabenstellung gesagt. Deswegen muss ich hier unten beim Umrechnen in der Punkte 1 draufrechnen. Sonst könnte ich es mit dem Modulo nicht machen, dann müsste ich mit einer If-Abfrage. Ja, was auch immer. Es gibt eine String-Ausgabe fürs Hübschsein, es gibt eine Wrapper, eine Representation-Ausgabe. Ja, und dann kommt Dev Game. Es ist Part 1. Es ist absolut straightforward. Es lohnt nicht, das jetzt im Einzelnen durchzugehen. Gucken wir uns das Quantum Game an. Huiuiui.
Also wir geben, übergeben eine Liste mit Integer. Da steht dann drin, was, das, was die Startfelder der, der Spieler sind. Und wie ihr hier schon sehen könnt, Listint, ja, es ist nicht Spieler 1, Spieler 2. Das Quantum Game habe ich so programmiert für eine theoretisch beliebige Anzahl von Spielern. Hätten also auch 3, 4, weiß der Teufel, wie viele sein können. Score ist also die Zielpunktzahl. Erste Spiel 21, erste Spieler an die Zahl 21 erreicht, ist gewonnen. Verbose ist für ein paar Konsolenausgaben. So. Number of Players wird das erste Mal geguckt. Wie viele Spieler gibt es denn jetzt eigentlich? Hier. Relevant Roles. So, der Clou ist ja jetzt, dass wir gelernt haben, dass für die Bewegung auf dem Brett ist ja nur entscheidend, was die Summe der Augenzahlen nach 3 Würfen ist. Also muss ich nicht mir alle... und jetzt kommt auch noch, das können wir uns jetzt auch noch mal ganz kurz hier in der Konsole auch anschauen. Ja, Terminal-Konsole. Hier der Clear-Befehl, so. Jetzt ist ja gesagt worden, wir haben da diesen, diesen witzigen Würfel, der jedes Mal an neue Universen spawnt, erzeugt für jeden Ausgang eines Wurfes. So, das heißt, also wenn Spieler 1 wirft, dann nach dem ersten Wurf gibt es also drei Uni... Also angenommen, wir starten mit einem Universum, wir werfen einmal, dann gibt es drei mögliche Ausgänge, nämlich der Würfel, gibt es ein Universum, da hat der Würfel, ist der Würfel auf 1, gibt ein zweites Universum, da zeigt der Würfel 2, und es gibt das dritte Universum, da zeigt der Würfel 3. So, nächstes Universum, also jetzt der zweite Wurf kommt ja jetzt ja hinten dran. Allerdings starten wir jetzt von drei Universen aus, also haben wir jetzt 1,2, 1,1, 1,2, 1,3. So, das ist aus dem ersten der drei Universen, wo ich als erstes eine 1 geworfen habe, sind das die drei Universen, die als Konsequenz daraus entstehen. Dann geht es als nächstes weiter. 2,1, 2,2 und 2,3. So, und dann das Ganze natürlich nochmal mit 3 und dann machen wir es spaßeshalber mal nochmal. So, 3,3, 3,2, 3,1. So, das sind jetzt alle Universen, weil nicht ganz, ich nehme mal hier die, wieso. Wenn wir mit einem Universum gestartet haben, dann sind das alle Universen, die dann existieren nach 2 Würfen. Und von dem Spaß können wir uns mal die Länge anschauen. Ist 9. Ist auch kein Wunder, es ist 3 mal 3. Mal 3. 27. Es gibt 27 mögliche Ausgänge nach 3 Würfen mit diesem magischen Quantum-Würfel, was er so als Ergebnis anzeigen kann. Aber darunter befinden sich ja dann so Schönheiten wie 1, 2, 1. Also zuerst habe ich eine 1, dann eine 2, dann eine 1 gewürfelt, deren Summe ja nichts weiter ist als 4. Ist dasselbe, als hätte ich erst 2 Einsen und zum Schluss eine 2 gewürfelt. Und ist dasselbe, als hätte ich erst eine 3, erst eine 1, dann eine 3 und dann eine 1 gewürfelt. Ach nee, doch nicht. Huch. Ja, das war jetzt... Ach so, ja. Okay. Ja, wie dem auch sei. Oder selbst 5, ja. Also 1, 3, 1 ist 5, 1, 2, 2 ist 5, so... 2, 1, 2, ist auch 5 und so weiter und so fort. Also es gibt bestimmte Würfelergebnisse, deren Summe und damit ultimativ die Anzahl an Felder, die ich gehen darf, sowieso gleich sind. Da muss ich diese Würfe nicht einzeln betrachten. Ich muss halt nur wissen, wie viele Varianten gibt es, um eine 5 total zu erwürfeln und wie viele gibt es, um eine 4 total zu erwürfeln. Und das bringt uns dann wieder hier zurück. Wo sind hier? Dieses Relevant Roles. Ich hätte da auch mehr Gehirnschmalz reinstecken können und das direkt ausrechnen, aber wozu, wenn man Computer hat? Lass es den Computer machen. Es wird einfach gesagt, okay, ABC, das sind die Würfelzahlen nach 3 Würfen hintereinander. Und die sind jeweils aus dem Range 1 bis 4, 1 bis 4, 1 bis 4. Also diese Vorschleife geht alle möglichen Würfel
Ergebnisse durch, alle 27. Er rechnet zusammen, was ist die Augenzahl, und speichert dann in diesem Dictionary Relevant Roles, also unter als Key, als Schlüssel, Augenzahl zu, wie häufig unter den 27 Würfen das vorgekommen ist. So, dann brauche ich am Ende des Tages dann, wenn wir gleich das Spiel spielen, nicht über alle möglichen Würfelausgänge iterieren, sondern ich iteriere nur noch über alle relevanten Ausgänge der drei Konsekutivwürfe und habe dann einen Faktor, hier der zweite Wert, habe dann also einen Faktor, wie häufig das passiert ist, und spare mir damit Arbeit und Zeit. Und dann geht's los. While carry on. So carry on. Also ja, so lange wie carry on. Carry on ist am Anfang true. Wird dann sofort auf false gesetzt. Und hier unten wieder auf true. Wobei die Zeile nur erreicht, wenn es immer noch mindestens ein weiteres Spiel gibt, das nicht abgeschlossen ist. So, was passiert? Der Knackpunkt jetzt, um dieses Spiel, dieses Quantenspiel zu implementieren, ist, sich haargenau zu überlegen, was macht ein Spiel aus, oder besser noch, was macht ein Zustand eines Spiels aus? Ja? Was muss ich wissen? Sagen wir mal, Spieler 2 steht auf und geht und ich soll ihn ersetzen. Was muss ich über das Spiel wissen, damit ich für Spieler 2 fortsetzen kann? Muss ich wissen, wie viele Runden bisher schon gespielt wurden? Bei manchen Spielen ja, bei diesem nein. Ist genauso wie auch bei Mensch ärger dich nicht, ja. Jemand steht auf und geht, man setzt sich hin, man guckt, wo sind die ganzen farbigen Figuren. Und wenn man gesehen hat, wo sie sind, fertig, dann hat man, dann sieht man alles und weiß man alles, was man über Mensch ärger dich nicht wissen muss. Man muss nicht wissen, ob die davor jetzt 20 Runden oder 33 Runden bereits gespielt haben. Das ist dann irrelevant. Man sieht, wer ist im Haus, wer ist noch nicht im Haus und so weiter und so fort. Und das bei diesem Spiel halt eben auch so. Es ist völlig irrelevant, wie viele Runden bereits gespielt wurden. Es ist sogar völlig irrelevant, wie viele Züge, ja. Also eine Runde besteht daraus, dass jeder Spieler einen Zug gemacht hat. Ein Zug besteht daraus, dass dreimal der Würfel geworfen wurde und die Figur gezogen wurde. Und wenn man sich jetzt hinsetzt und für Spieler 2 übernimmt, es spielt keine Rolle zu wissen, welche Spieler vor einem wie weit die Runde gerade fortgeschritten ist, welche Spieler schon gewürfelt haben. Nur ist nur eine einzige Sache relevant, bin ich dran oder nicht? Also sobald mir jemand sagt, okay, jetzt bist du dran, fertig, dann weiß ich alles, was ich über dieses Spiel wissen muss, nämlich ich weiß, wer vor mir dran war, und dann weiß ich, auf wen ich folge. Fertig, aus. Niemand muss mir sagen, in welcher Runde wir sind, und niemand muss mir sagen, wie viel Züge sonst davor noch gespielt wurden, sondern was muss ich stattdessen wissen? Ich muss wissen, was meine totale Punktzahl ist, und ich muss wissen, auf welchem Feld ich bin. Was mit dem? Ist jetzt natürlich trivial, am Bord des U-Bootes, man schaut aufs Brett, da sieht man, auf welchem Feld man ist. Hier im Computerprogramm muss man das also abspeichern. Welche Punktzahl, welches Feld. Und das ist es auch schon, ja. Der Zustand dieses Spiels, der relevante Zustand dieses Spiels besteht aus den Punkten eines jeden Spielers, der Position eines jeden Spielers auf dem Brett und eine Integer, wer jetzt dran ist. Das ist alles. Das ist ganz wichtig, weil das bedeutet, ich, und davon musste ich hier Gebrauch machen, ich iteriere zunächst über alle Spieler. Ja, das ist interessant. Ja, ich iteriere zuerst über alle Spieler und dann über alle States. Wenn die Reihenfolge der Züge wichtig wäre, dann geht das nicht. Dann müsste ich über die States zuerst iterieren und dann über die Spieler, damit ich dann die Reihenfolge der Züge einhalten kann. Aber ich habe ja gerade gesagt, die Reihenfolge der Züge ist im Prinzip egal. Ich muss nur wissen, wer ist jetzt dran. Also in anderen Worten, man kann die Züge im Grunde fast zufällig durchgehen, außer in der allerletzten Runde, wo sich dann entscheidet, welcher Spieler als erstes den Zielscore von 21 überschreitet. Weil hier ist es ja so, das Spiel endet nicht nach der letzten Runde. Es geht nicht darum, wer hat die 21 Punkte in einer Runde als erstes erreicht und danach dieser Runde ist Schluss. Wie es für ein normales Spiel
typisch wäre, sondern hier wird mitten in einer Runde abgebrochen. Der erste Spieler erreicht seinen Score von 21 Punkten, dann ist die Runde, auch wenn noch Spieler innerhalb dieser Runde hypothetisch dran wären, aber dann ist die Runde abgebrochen, ist das Spiel vorbei. Dann hat dieser Spieler gewonnen. Es spielt keine Rolle, dass ein anderer Spieler in derselben Runde später auch noch die 21 kriegen könnte. Ja, also in der allerletzten Runde, wo sich zum ersten Mal entscheidet, dass überhaupt jemand gewinnt, da spielt die Reihenfolge der Spieler eine Rolle. Aber in jeder anderen Runde davor ist es im Prinzip völlig egal, in welcher Reihenfolge man die Züge spielt. Und den Fakt mache ich mir hier zunutze. Ich iteriere erst über alle Züge und innerhalb eines Zugs iteriere ich über alle Zustände, die das Spiel bereits kennt. So. Ich glaube, ich habe die falschen Dinge markiert. Also zuerst über alle Spieler, also über alle möglichen Züge und dann über alle möglichen Zustände. Ja, und dann da drin über alle relevanten Würfelergebnisse. Ansonsten ist dann an der Stelle auch gar nicht mehr so viel mehr zu sagen. Ich habe hier All Outcomes. Wo haben wir das? Hier, All Outcomes. Also in All Outcomes, da steht alles drin, was bis zu einer bestimmten Runde passiert ist. Genau genommen, was bis zu einer bestimmten Runde und bis zu einem bestimmten Zug passiert ist. Wenn jetzt aber der neue Zug dazukommt, alles, was der neue Zug verändert, kommt zunächst erstmal in das New Outcomes und später wird das New Outcomes in das All Outcomes reingemerged. Und das New Outcomes wird dann gelöscht. Das wird also jedes Mal neu leer erzeugt, wenn ein weiterer Spieler dran ist, um zu evaluieren. So, weil wenn ich einen Spieler gepickt habe, dann muss ich ja an alle parallelen Dimensionen geben, die gerade schon existieren, damit dieser Spieler in all diesen Dimensionen seinen Zug machen kann. So, All Outcomes ist eine Datenstruktur, die habe ich mir hier oben definiert. Also es gibt State, darüber haben wir gerade diskutiert. Am meisten relevant über den Zustand dieses Spiels ist, welche Punkte hat jeder Spieler und auf welchem Feld steht jeder Spieler? Und State drückt genau das aus. Also es ist ein Zweitupel, deren zwei Elemente jeweils ein Anzahl Spieler langes Tupel aus Integer ist. So, also einmal das Tupel alle Punktzahlen und dann nochmal ein zweites Tupel über alle Feldpositionen. Fertig. Die fünfte State-relevante Information, nämlich wer jetzt dran ist, die wird woanders gehandelt. Beziehungsweise die wird ja dadurch gehandelt, dass ich hier über alle Spieler iteriere. So. Aber sobald ich einen Spieler gewählt habe, ist das, was in dem State-Datentyp drin steht, alles Relevante, was ich sonst noch über den Zustand des Spiels wissen muss. Und Outcomes. Part jetzt ist ein Dictionary, das als Schlüssel einen Spielzustand annimmt und dazu speichert, wie viele Dimensionen es gibt, die genau diesen Spielzustand haben. Ja. Und hier dann noch einmal, muss man sich jetzt nochmal vor Augen führen, es spielt keine Rolle, wie wir zu diesem Zustand gelangen sind. Ja. Wir müssen nicht speichern, wie viele Runden bereits gespielt wurden oder wer wie oft und was gezogen und wer welche Augenzahl mit welchem Wurf erreicht hat. Das spielt alles keine Rolle. Der relevante Zustand des Spiels ist nur Punkte zu Felder. Und es gibt sicherlich 100 Wege, wie ich einen bestimmten State erreichen kann, aber relevant, wirklich wichtig für uns, für die Bearbeitung dieser Aufgabenstellung ist nur, dass es am Ende 100 Universen gibt, die diesen Zustand annehmen. So, ja, also jedem Zustand wird seine Anzahl zugeordnet. So, ich gehe also durch All Outcomes durch. Dann wird hier drin, wird also der parallelisierte, über alle Universen parallelisierte Spielzug simuliert. Ja, ich gebe alle relevanten Würfelungen durch. Dann genau Spawn New Dimensions. So, ich erzeuge mir einen neuen State. Ich berechne, was das für die Figur auf dem Feld bedeutet, also von wo nach wo sie sich bewegt. Dann berechne ich, was das an Surplus, also für Punkte obendrauf gibt. Und dann nehme ich diesen
frisch erzeugten State und füge ihnen mein New Outcomes hinzu. Und zwar Dimensions. Dimensions ist die Anzahl, die Ausgangsanzahl, wie viele Universen es gab, die mit State Round begonnen haben. Ja, also wie viele Universen aus einem State heraus begonnen haben, mal Reps. Also wie viele mögliche verschiedene Würfelungen mit dem Quantenwürfel zu diesem Ausgang geführt hätten. So, also gibt es dann am Ende des Tages also Dimensions mal Reps, Universen, die aus den Dimensions vielen Universen entstanden sind. So, wird also entweder drauf addiert, wenn ich so ein State schon mal hatte, oder wird neu erzeugt, wenn ich so ein State noch nicht hatte. So, in All Outcomes muss jetzt State Round, wir haben ja gerade State Round abgearbeitet, wird jetzt also wieder auf Null gesetzt. Ja, weil wir jetzt ja in all diesen Dimensionen, die an der State Round gewesen waren, hat ja jetzt irgendein Spieler gespielt und den State verändert. Wir haben jetzt ja hier oben die neuen States, das heißt der alte State, den gibt es im Prinzip zwar noch, aber es gibt kein Universum, das diesem State mehr entspricht. So, hier habe ich jetzt gesagt, genau, nachdem also ein Spieler seinen Zug komplettiert hat, wird New Outcomes übertragen in All Outcomes. Und hier am Ende wird, das ist im Prinzip unnötig, aber ich wollte die Größe dieses All Outcome Dictionaries möglichst klein halten und habe gesagt, okay, All Outcomes kopiert sich selbst, lässt aber alle Einträge aus, wo die Dimensions nicht nur auf Null gefallen sind, sondern auch da geblieben sind. Also alle Zustände, die verarbeitet sind und kein anderes Spiel hat wieder in diesen Zustand zurückgefunden, die werden gelöscht. So. Und dann wird auch New Outcomes wieder gelöscht. Das heißt, All Outcomes ist jetzt um einen Zug weiter propagiert, weiterentwickelt. So, und das macht man mit allen Zügen quer über alle Runden, die zu spielen sind, bis in allen Paralleluniversen es überall einen Sieger gibt, sodass keine neuen Würfel mehr gespielt werden und keine neuen Universen mehr entstehen können. Und man hat bei diesem Spiel die Garantie, dass das auch wirklich so kommen muss. Es ist völlig egal, wie viele neue Universen spawnen, aber nach jedem Zug ist der Spieler, der am Zug war, hat eine höhere Punktzahl. Also er ist näher an 21 dran. Es gibt keine Möglichkeit, in diesem Spiel einen Zug zu spielen und dann am Ende mit gleich vielen oder weniger Punkten als davor herauszukommen. Ja, und dann am Ende, weil die Frage war, wie häufig hat derjenige gewonnen, der am häufigsten gewonnen hat? Das wird in diesen drei Zeilen hier berechnet, zurückgegeben und geprintet. So, Part 1, Part 2. Wir sind am Ende des Skriptes angelangt. Wenn euch gefallen hat, was ihr hier gesehen habt, dann zieht doch gerne ein Abonnement meines Kanals in Betracht und ich freue mich gerne, wenn ihr auch weiter meine Videos verfolgen wollt in der Zukunft. Ich habe mir fürs neue Jahr ein paar Ideen ausgebrütet, was ich gerne fabrizieren und hochladen möchte. Alles natürlich irgendwie was nahe bei Implementierung mathematischer Algorithmen in Python, aber auch nicht nur, auch ein bisschen mit Pygame, vielleicht ein paar Simulationen oder im Ansatz Spiele, vielleicht auch die Kombination von Spiel und Mathematik. Man kennt ja Spieltheorie, aber Spieltheorie ist es nicht, was ich jetzt hier meinte, sondern eher eines der Projekte, das ich im Hinterkopf habe, ist Snake zu automatisieren, beziehungsweise eine KI zu entwickeln, die Snake optimal spielt. Da gibt es ein paar Videos schon auf YouTube von Leuten, die das gemacht haben. Herausragende, tolle Videos mit tollen Ideen und ich glaube dennoch, es geht besser. Aber schauen wir mal, wenn ich dieses Video selber fertig habe, ob es wirklich klappt, ob es wirklich besser geht, ob ich da noch einen draufsetzen kann. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns dann hoffentlich zum nächsten Türchen. Eine Anmerkung vielleicht noch. Nachdem ja schon dieses Video hier nicht zu spät, nur lediglich so gar nicht zu früh ist, das wird natürlich auch jetzt alle folgenden Advent of Code Videos betreffen. Ich kann jetzt nicht garantieren, wir kommen immer näher an Weihnachten heran, familiäre Verpflichtungen. binden einen und mein
kann sich nicht so viel Zeit nehmen, jedenfalls nicht unbedingt da, wo man es gerne hätte, um dann hier diese Rätsel zu lösen, sondern man muss halt eben gucken, wo man das in seinem Alltag unterbringt. Das heißt, die nächsten Videos erwartenswerterweise, ganz besonders die am 24. und 25. Dezember, werden sicherlich nicht um 17 Uhr online zur Verfügung stehen. Wahrscheinlich viel, viel später. Mit viel, viel später meine ich nicht zwingend am selben Tag in der Nacht, sondern vielleicht auch einfach ein, zwei Tage später. Was Ähnliches habe ich gestern ja auch schon mal anklingen lassen, aber der Punkt ist einfach, es wird dabei bleiben. Es wird dabei bleiben. Möglicherweise dann muss ich nach Weihnachten dann 23 bis 25 lösen. Wir werden sehen, wie ich es irgendwie arrangieren, organisieren kann. Vielleicht muss ich ja auch aufgeben, die Aufgaben seit 19, seit 18, seit 19 sind ja richtig knackig. Schauen wir mal, wie lange ich noch mitgehalten kann. Heute den 21. habe ich noch einmal mitgenommen, wodurch ich auch einen Rekord gebrochen habe. Weil, genau, 2020, 40 Sterne, hatten wir gestern schon mal reingeguckt, da habe ich Tag 20 nicht mehr komplett geschafft, dafür Tag 22 nochmal einen Stern eingesammelt und dadurch also insgesamt 40 Sterne erbeutet. Aber dieses Jahr sind wir mit 42 Sternen schon besser dabei als letztes Jahr. Okay, damit bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen als zum 1000. Mal vielen Dank und ciao, ciao.